Meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren Staatsminister und Mitglieder des Kabinetts, Herr Ministerpräsident, liebe Zuhörer, einen schönen guten Tag heute zur ersten Sitzung in der laufenden Plenarwoche am Ende unserer Sitzungszeit vor den Landtagswahlen. Und danach, diesen drei Tagen, heißt der alte Motto: Schauen wir mal. Ich hoffe, dass wir das auch sehr redlich über die Runden bringen. Ich eröffne zunächst mit der Feststellung der Beschlussfähigkeit. Wird damit widersprochen? Das ist nicht der Fall. Dann sind wir beschlussfähig. Meine Damen und Herren, ich darf auf der Besuchertribüne einen Gast begrüßen, der von weit her kommt. Er kommt aus dem Benin, das ist Zentralafrika. Ich begrüße seine Exzellenz, den Bischof von Lokossa, Herrn Victor Agbano. Lieber Bischof, herzlich willkommen. Er hat in München studiert, hat Freunde in Dieburg, ist Gast heute in Hessen und hier bei uns im Landtag. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre Diözese. Sehr schön, dass Sie da sind. Meine Damen und Herren, wir haben die Tagesordnung vom 4. September 2018 sowie einen Nachtrag vom heutigen Tag mit insgesamt 56 Punkten vor uns liegen. Wie Sie dem Nachtrag der Tagesordnung Top 51 bis 55 entnehmen können, sind 5 Anträge betreffend einer Aktuellen Stunde eingegangen. Nach § 32 Absatz 6 beträgt die Aussprache für jeden zulässigen Antrag auf Abhandlung einer Aktuellen Stunde 5 Minuten je Fraktion. Die Aktuellen Stunden werden am Donnerstag um 9 Uhr abgehalten. Die Fraktion der SPD hat ihren Änderungsantrag Drucksache 19/6759 zurückgezogen und dafür einen neuen Änderungsantrag Drucksache 19/6776 zu Top 6 eingereicht. Ich weise gleichzeitig darauf hin, dass die mündliche Frage des Kollegen Quanz mit der Nummer 1106 zurückgezogen worden ist, da Beantwortung vorliegt. Gibt es weitere Wortmeldungen zur Tagesordnung? Herr Kollege Greilich, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Aufgrund des engen Sachzusammenhangs beantragen wir gemäß § 64 Absatz 2 der Geschäftsordnung den Tagesordnungspunkt 42 zusammen mit Top 4 aufzurufen. Wir hatten das schon einmal an anderer Stelle empfohlen, aber das ist dann so ja nicht durchgedrungen. Deswegen hier der Geschäftsordnungsantrag, den ich in aller Kürze begründen darf. Es geht um den inneren Sachzusammenhang zwischen den beiden Drucksachen, um die es geht. Wir haben den Antrag der FDP zu dem Thema „Redet ihr noch oder digitalisiert ihr schon?“ von Anfang an zusammen mit dem Gesetzentwurf zum E-Government-Gesetz, wenn ich das verkürzt so nennen darf, aufgerufen. In der ersten Lesung wurde beides gemeinsam behandelt. Im Ausschuss wurde beides gemeinsam behandelt. Wir sollten das jetzt auch bei der zweiten Lesung so handhaben. Und für diejenigen, die vielleicht nicht so tief im Thema sind, will ich dann gerne erläutern, woraus sich dieser Zusammenhang ergibt, aus dem sich geschäftsordnungsmäßig die Notwendigkeit ergibt, beides gemeinsam zu behandeln. Wir haben im August 2017 unseren Antrag eingebracht, der nach 3 verlorenen Jahren immer noch aktuell ist. Jetzt liegt der Entwurf des E-Government-Gesetzes vor. Das ist der andere Tagesordnungspunkt. Und dieses sieht im Wesentlichen lediglich eine Übernahme der Regelungen des Bundesgesetzes aus dem Jahr 2013 vor. Das, meine Damen und Herren, sollten wir hier in der Tat auch im Zusammenhang diskutieren und erörtern. Denn es gibt verschiedene Punkte in diesem Zusammenhang. Das ist die Frage der Kompatibilität von Datenportalen. Wir sind auf einen ersten Schritt angewiesen. Im Gesetz finden sich dazu eine Insellösung. Das können wir nachher dann inhaltlich diskutieren. Aber entscheidend ist aus unserer Sicht, dass diese Themen gemeinsam aufgerufen werden, dass wir eben nicht nur verkürzt auf das knappe, rudimentäre Gesetz, das vorliegt, diskutieren, sondern dass wir die Frage der Modernisierung und Digitalisierung der Verwaltung im Zusammenhang diskutieren. Deswegen unser Antrag, beide Drucksachen gemeinsam aufzurufen, beide Tagesordnungspunkte. Wird dem widersprochen? Widersprochen, das ist nicht der Fall, da ist das so genehmigt. Wir rufen das gemeinsam auf, den 4 mit 42. Deswegen
Frage ich jetzt noch einmal, ist die Tagesordnung so genehmigt? Das ist der Fall. Dann wird danach verhandelt. Wir tagen heute, bis die erforderlichen zweiten Lesungen stattgefunden haben. Wir beginnen mit der Fragestunde, Drucksache 19/6717, und kommen dann zu Top 2 der Regierungserklärung des Herrn Ministerpräsidenten. Frau Kollegin Gnadl hat sich gesundheitsmäßig entschuldigt. Wir wünschen ihr gute Zeit. Gute Besserung wäre ja wohl der falsche Begriff jetzt gewesen. Insofern, oder wir drücken die Daumen. Wir wünschen das Beste für Sie. Meine Damen und Herren, die Auswahl der 7 Persönlichkeiten für das Kunstwerk Himmel über Hessen, das ist das, was hinter uns ist. Lichtgestalten haben die Schülerinnen und Schüler des Grundkurses Politik und Wirtschaft der Q1-Phase der Viktoria-Schule Darmstadt getroffen. Die waren hier letzte im August und haben sich entschieden, folgende Persönlichkeiten hier erscheinen zu lassen. Johann Heinrich Merck, das gehört sich für Darmstädter Schüler, klar. Ludwig Beck, Johann Wolfgang von Goethe, Theodor W. Adorno, Anne Frank, Christian Stock und Karl Ulrich. Auch das gehört sich für Darmstädter. Das habe ich dann mitgeteilt. Meine Damen und Herren, es kommen heute Abend folgende Innenausschüsse zusammen, immer vorausgesetzt, sie sind notwendig. In 510W der Innenausschuss, im Anschluss an die Sitzung natürlich, in 204 der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss und in 501 der Haushaltsausschuss. Wie gesagt, wenn dritte Lesungen beantragt werden oder andere Notwendigkeiten bestehen. Einen dritten Geburtstag konnte begehen unser Staatssekretär Thomas Metz. Lieber Herr Staatssekretär, alles Gute. Bleiben Sie gesund munter. Damit stelle ich fest, dass die Amtsmitteilungen erledigt sind.